Der Nadal-Covid-19-Antigentest wird zum qualitativen Nachweis von viralen SARS-CoV-2-Nukleoprotein-Antigenen in humanen nasopharyngealen und oropharyngealen Proben verwendet. Der Test hilft bei der Diagnose einer Infektion mit SARS-CoV-2. Alle Nadal-Schnelltests sind nur für den professionellen Gebrauch ausgelegt. Lesen Sie zunächst die Packungsbeilage sorgfältig. Verwenden Sie keine Tests mit beschädigten Folienbeuteln oder über das Verfallsdatum hinaus. Verwenden Sie den Test sofort nach der Entnahme aus dem Folienbeutel und berühren Sie das Ergebnisfeld nicht. Stellen Sie ein sauberes Extraktionsröhrchen in den Reagenzienhalter. Schütteln Sie das Pufferfläschchen vorsichtig. Halten Sie es senkrecht und geben Sie 10 Tropfen in das Extraktionsröhrchen. Geben Sie den Abstrichtupfer mit der entnommenen Probe in das Röhrchen. Drehen Sie den Tupfer und extrahieren Sie die Antigene. Dafür drücken Sie Extraktionsröhrchen und Tupfer etwa 10 bis 15 Mal zusammen. Lassen Sie die Lösung dann etwa 2 Minuten stehen. Wenn Sie den Abstrichtupfer entnehmen, pressen Sie so viel Flüssigkeit wie möglich aus. Setzen Sie einen Tropfaufsatz auf das Extraktionsröhrchen und geben Sie 2 Tropfen der Probe in die Probenvertiefung der Testkassette. Werten Sie das Testergebnis nach genau 15 Minuten aus. Das Testergebnis ist positiv, wenn sowohl die Kontrolllinie als auch eine Testlinie erscheinen. Erscheint nur die Kontrolllinie, ist das Ergebnis negativ. Die Kontrolllinie dient als Verfahrenskontrolle und muss immer sichtbar werden. Erscheint keine Kontrolllinie, ist das Ergebnis ungültig. Wiederholen Sie die Testung mit einer neuen Testkassette.